Activity 1. In the first activity, we'll give you sentences which already contain two of the time, manner, place elements. We'll then give you the third element, which you have to place correctly in the sentence. We'll give you, for example, Ich fahre mit dem Zug nach Sydney. Morgen. And you'll have to add morgen by recasting the sentence. Ich fahre morgen mit dem Zug nach Sydney. According to the time, manner, place rule. For the moment, we'll put these elements towards the end of the sentence, not in the first position. Let's start then. Ich fahre mit dem Zug nach Sydney. Morgen. Ich fahre morgen mit dem Zug nach Sydney. Ich fahre morgen nach Sydney. Mit Freunden. Ich fahre morgen mit Freunden nach Sydney. Ich gehe heute allein. Ins Kino. Ich gehe heute allein ins Kino. Wir gehen oft ins Kino. Allein. Wir gehen oft allein ins Kino. Ich fahre oft mit meinem Vater. In die Ferien. Ich fahre oft mit meinem Vater in die Ferien. Yes, words like oft, immer or nie are time elements as well. Ich fahre mit meinen Eltern in die Ferien. Nächstes Jahr. Ich fahre nächstes Jahr mit meinen Eltern in die Ferien. Sie kauft nie ohne ihre Mutter ein. Im Supermarkt. Sie kauft nie ohne ihre Mutter im Supermarkt ein. This was a slightly trickier one because we already have the separable prefix ein at the end, which stays at the end because of the usual verbal bracket.